Werte Wieselburgerinnen und Wieselburger, ich möchte Sie heute einladen zu einem kleinen Rundgang in unserer Stadt und Ihnen schildern, welche naturnahen Projekte wir demnächst umsetzen wollen. Im Herbst entsteht hier zwischen Stadionstraße und Bahngeleise auf rund 1,5 Hektar ein Stadtwald, der auch eine Weiterführung des breiten Eicher Radweges ermöglicht. Ein Planungsgespräch dazu wird es am 21. Juni um 18.30 Uhr an diesem Platz geben, zu dem ich Sie herzlich einlade. Ein weiteres wichtiges Projekt im Herbst ist die natürliche Wiederaufforstung der Au entlang der Erlaufpromenade. Ein Gehweg soll einladen, die Au zu durchstreifen. Angedacht ist auch die Aufstellung einiger Fitnessgeräte. In der Adalbert-Stifter-Straße sind wir mit der Gestaltung der ersten grünen Insel fertig. Rasten, Seele baumeln lassen, Naherholung mitten in der Stadt. Bitte treten Sie ein. Die nächste grüne Insel entsteht am Gemeindegrundstück neben der Ipserstraße. Ich freue mich, wenn Sie zu einem Planungsgespräch am 19. Mai um 18.30 Uhr in die Leopold-Sedlmeier-Straße 10 kommen. Die Hundefreilaufzone auf rund 1500 Quadratmeter, angrenzend an Seiselgraben und Umfahrung, wird voraussichtlich im Juni fertig. Bäume wurden bereits gepflanzt. Demnächst werden Zaun, Sitzgelegenheiten und anderes mehr errichtet. Den Rundgang schließen wir am Zwieselplatz ab. Viele von Ihnen nutzen den Weg und die wohltuende Nähe zur Erlauf gerne. Wenn der Hochwasserschutz in einigen Monaten fertiggestellt ist, beginnen wir mit der Feinplanung für das Erlaufufer zwischen Bogenbrücke und Karlstummergasse. Ja, werte Wieselburgerinnen und Wieselburger, zusammengefasst werden auf mehreren Hektar Gemeindegrund hunderte Bäume, Ziegsträucher gepflanzt und so unserer Natur wieder mehr Platz gegeben. Bis bald!